Zum Thema Bezugssystem der Ebene. Dazu eine Einleitungsaufgabe aus der belgischen Mathematik-Olympiade, zu der auch eine Zeichnung angegeben wurde. Mit einem Kompass versehen, den er gerade erhalten hat, ist Max Entdecker vom Punkt A aus gestartet, hat 24 Schritte Richtung Osten gemacht, 9 Schritte Richtung Norden, dann 21 Schritte Richtung Westen, noch 15 Schritte Richtung Norden und dann 4 Schritte Richtung Osten. So hat er diesen Punkt B erreicht. Frage: Wie viele Schritte hätte er eingespart, wenn er geradlinig von A nach B gegangen wäre? Zu dieser Frage wurden 5 Antworten vorgegeben. Eine und nur eine von den 5 ist richtig. Diese Aufgabe könnte man schön anhand eines Bezugssystems der Ebene lösen. Deshalb definieren wir auch sofort ein Bezugssystem der Ebene, und zwar so: Ein Punkt O und 2 nicht-kollineare Vektoren I und J bilden ein Bezugssystem der Ebene, und dieses Bezugssystem wird so bezeichnet. Klammer auf, Punkt O, Semikolon, Vektor I, Vektor J, Klammer zu. So bezeichnet man ein Bezugssystem der Ebene. Alle Vektoren, die als Ursprung O haben, sind sogenannte Ortsvektoren. Kommen wir jetzt zum Begriff der Koordinaten. In einem Bezugssystem O, I, J haben der Punkt P sowie auch der Ortsvektor OP als Koordinate x, y, dann und genau dann, wenn dieser Vektor OP geschrieben werden kann als Summe von xi und yj. Dieser Punkt P hat also als Koordinate x, y, so wie auch dieser Vektor OP hat als Koordinate XY, dann und genau dann, wenn dieser Vektor OP x mal dieser Vektor I, so, plus Y mal dieser Vektor J, so, ist. Die Vektoren x mal I und Y mal J, die werden Komponenten des Vektors OP genannt. Die Zahlen xy hingegen bilden die Koordinate von P sowie auch die Koordinate vom Vektor OP. Durch solch ein Bezugssystem entsteht also ein Koordinatensystem, so wie wir gewohnt sind, in der Ebene zu arbeiten. Dazu verschiedene Begriffe. Der Punkt O wird Ursprung des Bezugssystems genannt. Die 2 nicht-kollinearen Vektoren I und J nennt man die Basisvektoren. Die Zahl X ist die Abszisse vom Punkt P. Die Achse OX wird Abszissenachse genannt. Die Zahl Y, also von da bis da, ist die Ordinate vom Punkt P. Die Achse OY ist die Ordinatenachse und das Zahlenpaar XY ist die Koordinate vom Punkt P. Kommen wir zu solchen Koordinaten, zu solchen Zahlenpaaren. Zuerst einmal R2 ist die Menge der Paare reeller Zahlen. Die Menge R2 ist also die Menge, deshalb die geschweiften Klammern, solcher Paare, wo x und y reelle Zahlen sind. Um Zahlenpaare zu addieren, gehen wir selbstverständlich so vor: Wir addieren die Abszissen, minus 2 plus 3, das macht 1, und wir addieren auch die Ordinate, 3 plus 1, das macht 4. Um ein Zahlenpaar mit einer reellen Zahl zu multiplizieren,
multiplizieren wir selbstverständlich die Abszisse mit dieser reellen Zahl, das macht dann 6, und die Ordinate mit dieser reellen Zahl, das macht dann minus 3. Definieren wir diese Operationen allgemein, für egal welche Zahlenpaare AB und CD, also Element von R2, gilt, um diese Zahlenpaare zu addieren, addiert man die Abszissen A plus C und die Ordinaten B plus D. Um ein beliebiges Zahlenpaar mit einer reellen Zahl zu multiplizieren, multipliziert man die Abszisse mit dieser reellen Zahl sowie auch die Ordinate mit dieser reellen Zahl. Vorsicht, das hier ist die Definition der Multiplikation eines Zahlenpaares mit einer reellen Zahl. Das ist keine Distributivität, denn es ist nur eine Operation vorhanden. Okay, machen wir ein bisschen Platz und schauen uns nochmal diese Summe von den zwei Zahlenpaaren an. Minus 2, 3 plus 3, 1, das ergibt 1, 4. Wenn wir diese beiden Ortsvektoren zeichnen und sie anhand des Parallelogramms addieren, so finden wir auch 1, 4. Also separat addiert man diese zwei Zahlenpaare in R2, so erhält man 1, 4. Zeichnet man die beiden Ortsvektoren, deren Koordinate hier stehen, das heißt minus 2, 3, der da, und 3, 1, dieser da, und addiert dann diese beiden Ortsvektoren hier anhand des Parallelogramms, dann ergibt das der Ortsvektor mit Koordinate 1, 4. Ist das Zufall? Schauen wir noch diese Operation. Multipliziert man das Zahlenpaar 2 minus 1 mit der reellen Zahl 3, so erhält man das Zahlenpaar 6 minus 3. Multipliziert man den Ortsvektor mit Koordinate 2 minus 1 mit 3, also wir multiplizieren diesen Ortsvektor 2 minus 1 mit 3, das heißt, wir machen ihn einmal, zweimal, dreimal, so erhält man den Ortsvektor mit Koordinate 6 minus 3. Das ist genau die Koordinate, die wir da algebraisch gefunden haben. Ist das Zufall? Ist das immer so? Ja, und wir werden dies allgemein beweisen. Beginnen wir mit der Summe. Um zwei Ortsvektoren in einem Bezugssystem OIJ zu addieren, genügt es, ihre Koordinaten zu addieren. Was heißt das? Wenn der Punkt A als Koordinate A1, A2 hat, das heißt auch der Ortsvektor OA hat als Koordinate A1, A2, und wenn der Punkt B als Koordinate B1, B2 hat, das heißt auch, wenn der Vektor OB als Koordinate B1, B2 hat, und zusätzlich der Ortsvektor OP definiert ist als Summe dieser beiden Ortsvektoren, so erhält man als Koordinate von diesem Ortsvektor OP einfach die Summe dieser zwei Koordinaten. Beweisen wir das. In der Hypothese steht also, dass ein Punkt A diese Koordinate hat, der Punkt B hat diese Koordinate und der Punkt P ist so definiert, dass der Ortsvektor OP die vektorielle Summe dieser beiden Ortsvektoren ist. Hier steht, A hat als Koordinate A1, A2. Das bedeutet auch, der Ortsvektor OA hat als Koordinate A1, A2. Und das wiederum bedeutet, dass dieser Vektor OA geschrieben werden kann als A1 mal Vektor I plus A2 mal Vektor J. Genau dasselbe gilt für den Punkt B hier. Diese Koordinate ist auch die Koordinate vom Ortsvektor OB. Was heißt, der Ortsvektor OB, das ist die Zahl B1 mal Basisvektor I plus die Zahl B2 mal Basisvektor J.
Daraus können wir also schließen, OP ist der Ortsvektor OA, den man so schreiben kann dank dieser Koordinate, plus Ortsvektor OB, den man so schreiben kann dank dieser Koordinate. In dieser Vektorenrechnung hier können wir die Vektor-I-Termen zusammensetzen, sowie auch die Vektor-J-Terme. Und dann können wir aus A1 mal I plus B1 mal I den Basisvektor I ausklammern und genau dasselbe bei J. So haben wir also gefunden, dass der Ortsvektor OP diese Zahl mal I plus diese Zahl mal J ist. Die Vorzahl vom Basisvektoren I ist also die Abszisse von OP und die Vorzahl des Basisvektoren J, das ist die Ordinate des Ortsvektoren OP. Also muss dieser Ortsvektor OP A1 plus B1 als Abszisse haben und A2 plus B2 als Ordinate haben, was zu beweisen war. Beweisen wir auch noch die Eigenschaft mit der Multiplikation eines Zahlenpaares mit einer reellen Zahl. Also um einen Ortsvektor in einem Bezugssystem OIJ mit einer reellen Zahl zu multiplizieren, genügt es, seine Koordinate mit dieser Zahl zu multiplizieren. Das bedeutet, wenn A diese Koordinate hat, also auch wenn der Ortsvektor OA diese Koordinate hat, und der Ortsvektor OP ist als R mal Ortsvektor OA definiert, dann erhalten wir die Koordinate dieses Ortsvektoren, indem wir einfach die Koordinate von OA mit dieser Zahl R multiplizieren. Auch das werden wir beweisen. Wir starten mit dieser Hypothese und dürfen daraus schließen, wenn A dieses Zahlenpaar als Koordinate hat, dann bedeutet das, dass der Ortsvektor OA die Zahl A1 mal I plus die Zahl A2 mal J ist. Also dürfen wir hier drin OA ersetzen durch A1 mal I plus A2 mal J. So. Dieses R dürfen wir natürlich hier verteilen. Da handelt es sich effektiv um die Distributivität. Und somit erhalten wir, dass dieser Vektor OP R mal A1 mal Vektor I plus R mal A2 mal Vektor J ist. Der Ortsvektor ist also diese Zahl mal den ersten Basisvektor plus diese Zahl mal zweiten Basisvektor. Und daraus können wir schließen, dass der Vektor OP diese Zahl als Abszisse hat und diese Zahl als Ordinate hat, was zu beweisen war. Durch unsere gewonnenen Erkenntnisse der Übereinstimmung der Operationen bei Ortsvektoren und bei Zahlenpaaren können wir jetzt verschiedene Eigenschaften beweisen, zum Beispiel diese da. Wenn A dies als Koordinate hat und B diese Koordinate hat, dann hat der Vektor AB automatisch als Koordinate die von B minus die von A. Das kann man leicht beweisen. Kleiner Tipp, Formel von Schall. Eine zweite wichtige Eigenschaft ist diese hier. Wenn A und B durch ihre Koordinaten angegeben werden und M ist die Mitte dieser Strecke AB, so erhält man die Abszisse von M als Abszisse plus Abszisse geteilt durch 2, Ordinate plus Ordinate geteilt durch 2. Auch diese Formel lässt sich leicht beweisen. Kleiner Tipp, Leersatz des Parallelogramms. Eine dritte sehr wichtige Eigenschaft, wenn A und B durch ihre Koordinaten angegeben werden, so kann man den Abstand zwischen A und B durch diese Formel berechnen. Es ist die Quadratwurzel von Abszisse minus Abszisse im Quadrat plus Ordinate minus Ordinate im Quadrat. Kleiner Tipp, Satz des Pythagoras.
viel Spaß bei diesen kleinen Beweisen.